Ja, hallo Leute. Euer Charlie ist wieder da. Wir fahren heute nach Maastricht, nach Holland. Ja, wir nehmen euch mit, kommt euch an und dann sage ich mal, viel Spaß mit dem Film. So, jetzt geht's erstmal über die Autobahn, über Köln Richtung Aachen. Ja, dann sind wir jetzt in Maastricht, stehen im Stau. Ja, kaum ist man aus dem Parkhaus raus, haben wir hier schon eine kleine Entenparade, Modellautos. Alle von Citroën. Die ganze Sammlung von Citroën-Autos. Die Jolie blüht hier richtig auf. Sie hat hier gerade ihr Essen gesehen. Ja, Original Hong Kong Food hier. Maybe she's hungry. Ja, das ist das Hauptverkehrsmittel hier, die Vieh, das Fahrrad. Davon stehen hier gleich hunderte. Ja, wir haben heute Freitag. Hier ist Markt. Ja, die Holländer, die machen hier großen Unterschied zwischen frischen Eiern, runden Eiern und vor allem die dicken Eier. Ah, hier gibt es warme Kibbeling und alles warm. Geraubte Paling. Mmh. Und natürlich den berühmten Hollandser Hai. Ja, jetzt sind wir gerade hier am Kibbeling essen. Lecker. Ja. Auch so schmeckt das. Yummy. Hier den Markt haben wir jetzt hinter uns und wir gehen jetzt so ein bisschen durch die City. Ja, jetzt runter vom quirligen Markt geht es jetzt durch die ganzen engen Straßen hier in Maastricht und mal hier vorbei an den Geschäften. Hier sind wir an der Todesecke der Diabetiker. Hier ist ein Bonbonladen nach dem anderen, nicht nur auf der linken Seite, sondern auf der anderen geht es gleich weiter. Ja, Mädels, hier müsst ihr euch mindestens 6 Brüste wachsen lassen, denn der dritte BH ist hier gratis. Hier ist ein Teegeschäft und da gibt es ganz interessante Teekannen. Wir haben mit Bären drauf oder so eine Hochzeitsteekanne. Ja. Auch diese Tee-Eier sind ganz interessant mit den Enden und Küken. Da hinten steht sogar eine Teekanne, die sieht aus wie ein Klavier. Hier kann man im Grünen sitzen, einen Kaffee trinken. Hier ist der Sommershop. Wir machen was ganz Feines. Wir machen jetzt hier mit der Pferdekutsche eine Rundfahrt, eine Stadtführung. Und das geht bestimmt ein bisschen besser. Das Pferd heißt auch Anton, wie unser Hund. Oh, das freut den kleinen Friesen. Ja, genau, der Großfriesen. Anton ist fleißig am Ziehen.
Die Kirche ist gebaut auf das Grab von Hier vor uns ist das spanische Gouvernement. Ja. Jetzt ist Almosigen. Ja. Hier regierten die belgische Bischöfe und die franzische Herzog. Geburtshaus von André Rieu gewesen. Die Tour ist jetzt vorbei und wir gehen jetzt zu Fuß weiter. Leider, ja. Ja, leider. Aber ja. Anton hat jetzt auch eine Ruhe verdient da vorne. Der wartet jetzt auf seinen Hafer, glaube ich. Ja, jetzt sind wir hier in der alten Mühle. Man kann hier schön die Zahnräder sehen, wie die sich drehen. Das ist eine alte Getreidemühle hier und das Wasserrad ist sogar noch vorhanden. Ja. Ja.
hier gibt es die wirklich billigen Uhren. So. Oh, vom billigen Laden. Hier bei der Bursch? Hä? No, mein. Sind wir hier wieder auf dem Marktplatz. Von der anderen Seite, jetzt haben wir unseren Rundgang und auch die Pferdefahrt durch Maastricht beendet. Wir gehen jetzt noch mal hier über die letzten Boden. Ja, jetzt stehen wir noch einmal am Ufer der Maas. Hier sind alte Boote, liegen hier vor Anker. Leute, das war's. An Tag in Maastricht ist vorbei. Jean hat auch gut gefallen. Der kommt. Ah! Ja. See you later. So, und jetzt ist der Film vorbei. Ja. Kommt natürlich wieder welche von mir. Mal sehen. Und wir sehen uns wieder hier auf 7load. Tschüss!